Das frage ich mich allerdings auch. Lustig wird's nicht. Sage ich jetzt schon. Frage ist jetzt natürlich, wie stellen wir das an? Wie stellen wir das an? Weil diese Stalker sind nicht ohne. Da ist nichts drin. Das Problem ist, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man sich verhalten soll bei denen. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht lustig wird. Schwierig. Man hört sie ja. Also das sind, glaube ich, drei gewesen. Vorne sehe ich was. Ich habe so das Gefühl, dass die einen so ein bisschen austricksen wollen. Jetzt hier lang gehe, habe ich das Gefühl, dass von hinten einer kommt. Das Problem ist, wir wissen nicht, wo die sind. Sehen die, ob die Taschenlampe. Shit, das war jetzt sehr nah. Das war schon mal nicht schlecht. Kann man vielleicht noch anders lösen, aber noch einer. Scheiß Vieh!
Tiere! Shit happens. Shit happens. Die sind nicht ohne. Noch einer. Einer lebt noch. Es waren zwei, die uns attackiert haben. Das waren definitiv, war da ist da noch einer am Leben. Du scheiß Vieh! Das ist richtig schwierig. Noch einer. Schon wieder. Wo kommen die ganzen Viecher her? Erst diese komischen Bodenfutzis da, die ich als Bodenrübe getauft habe. Diese komischen, ich weiß schon gar nicht mehr deren Namen. Die gleich hochgehen und jetzt... Diese Nasen. Ja, das Problem ist, wir müssen sowieso hier lang, weil wir müssen ja gucken, ob wir nichts liegen lassen. Da hinten. Also müsste der Bereich hier safe sein. Er ist zumindest safe, sagen wir es mal so. Das hat sich sehr nah angehört. Stalker machen in ihren Namen komplett Ehre. Definitiv Ehre. Ich habe übrigens jetzt ein neues Mikrofon und ein neues Interface bekommen. Ich habe es aber noch nicht verwendet. Beides. Es fehlt noch das XLR-Kabel. Scheiß Vieh! Boah.
hier rausgehe, bin ich im Arsch. Das weiß ich jetzt schon. Die Frage ist ja, wo ist der letzte Stalker? Ich die jetzt schon gefressen, die Viecher. Blöd nur, dass die nichts liegen lassen haben. Das ist natürlich ganz schlecht. Also das sind echt üble Dinger. Junge. Die haben's in sich. Medikits auffüllen wäre echt toll. Die Frage ist, wohin? Bock zu schlagen oder was? Geht doch. Da kommst du nicht hin. Ich vermute mal zu Boden. Okay, also geht's nur noch nach unten.
Oh, Schande. Okay. Runter zur Straße. Das wird garantiert nicht leicht. Das wissen wir jetzt schon. Oh. Natürlich die Frage. Stalker oder Klicker, eins von beiden ist es auf alle Fälle, weil hier Sporen sind. Irgendwie das dumme Gefühl. Da hast du es schon. Gekreische, aber das Problem ist, ich kann es nicht definieren. Also wenn ich Pech habe, können die durch einen Spalt durchkommen. Könnte ein Runner sein. Stalker. Nase, komm ruhig her. Ja, war klar. Klicker hast du jetzt auch noch dabei. Schweinepriester. Jetzt könnten Stalker sein. Das ist noch nicht das letzte gewesen. Da fresse ich einen Besen, wenn da so drei waren. Es muss hier irgendwo rausgehen. Irgendwo gibt's immer einen Ausgang. Nur ist die Frage, wo der ist und wie gefährlich der ist. Ist blöd, dass diese Stalker auch nichts hinterlassen.
Nee, hier waren wir schon. Ja, das frage ich mich auch. Verdammtes, frage ich nicht, ich sag's einfach. Verdammtes Seattle. Oh, Scheiße. Junge, Junge. Uff, uff, uff. Und nun müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Gleich mal hier runter, weil ich muss mir die Situation mal angucken. Ah, hier scheint nichts Wertvolles zu sein, wir gehen mal hoch. Schauen wir mal, wo wir hier was Wertvolles finden können. Beziehungsweise den Ausgang, noch besser. Scheint ja schon mal gut zu laufen. Solange nichts kommt. Nichts. Verdammt, ich muss hier raus. Mal
War da nicht noch eine Leiter? Ich habe da zwei Leiter an mir gesehen. Oder habe ich was in der Murmel? Nee. Okay, das ist nix. Also raus hier. Naja, so wie es aussieht, erstmal. In so einer Station oder sowas. Keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Pioneer Square Station. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park. Nein, im Park, und das ist keine gute Idee. Wer weiß, ob da nicht Tiere sind, die verwandelt sind. Ist so, als hätte ich jetzt ein Pfeifen gehört. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das als Warnung verstehen soll. Das ist mir zu ruhig. Lassen wir den mal da hängen. Alter! Wir kommunizieren mit Pfiffi miteinander. Alter, ist das übel.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ey. Da kommt, da steht einer. Das ist natürlich übel, dass du natürlich jetzt nicht verstehst, was die miteinander kommunizieren. Alter, das ist übel. Eins, zwei, bis drei. Durchaus hier rüberkommen. Ich warte jetzt. Wenn der hier rüberkommt, wird die Frau jetzt weiter hinten. Nee, der piekt ab. Oh, ich ahne schlimm. Ah, das ist so ein Bestätigungspfiff. Ob der und diejenigen noch da sind. Das ist meine Vermutung. Das ist so eine Art Bestätigung. Sind alle noch da? Wenn nicht, okay. Dann weiß ich Bescheid so in dem Sinne. Das ist jetzt richtig übel. Ich glaube, die Axt ist nicht verkehrt. Scheiße. Das müssen die Skars sein. Egal. Krankenhaus. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Ja, weil du es als erstes machen willst. Also wir müssen... Also das... Das ist eine spaßige Angelegenheit. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Naja. Ob sich das wirklich lohnt, sei mal hingestellt. Ich glaube, das ist es. Achte aufs große rote Schild. Skars, scheiß auf die. Jetzt konzentriere dich darauf, warum du hier bist. Das große rote Schild ist vielleicht eine, so eine Art Hinweis, dass die Skars in der Nähe sind. Würde Sinn ergeben. Okay. Warum
habe ich das Gefühl, dass das eine falsche, eine schlechte Idee war. Und hier habe ich das dumme Gefühl, dass das eine schlechte Idee war. Weil schließlich haben die ja vor dem Gebäude patrouilliert. Das heißt, wer sagt mir denn, dass da nicht Skars jetzt irgendwo rumschwirren? Gut, dass man der Gefahr gleich einen Namen geben kann. Doppelgänger. Echter Name unbekannt, in Intelligenz 60, Muskelkraft 60, zurückgekehrt keine. Ein seltsames Wesen unbekannter Herkunft, dieser Humanoid mit Alabasterhaut und gelben Augen, nimmt jede Form an, die man sich von ihm oder ihr wünscht. Der Haken daran ist lediglich, dass ich mit der Person, die es imitieren soll, im körperlichen Kontakt stehen muss. Die Ähnlichkeit ist nahezu perfekt, nur wenn man ganz genau hinschaut, sieht man nach der Verwandlung noch ein kleines bisschen gelb in den Augen blitzen. Sei also auf der Hut, wenn einer der Freunde zur unpassenden Zeit eine Sonnenbrille trägt. Neutral. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht sehr gut, das hier zu sein. Okay, ich kann mir vorstellen, wenn wir weiter oben sind. Ich denke mal, das wird zu sein. Okay, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, das ist auch. Das ist verschlossen. Das ist mir zu ruhig einfach. Ich habe so das Gefühl, dass sie Skars sind im Hotel. Weil wenn jetzt Skars kommen, dann sind mir sogar die Wolves sogar lieber. Falls jemand diesen Zettel findet. Meine Frau Paige wartet im alten Konferenzzentrum Ecke, Pike und... Das ist scheiße. Menschen auf mich, direkt gegenüber vom Pub. Bitte bringen Sie ihr die Medikamente, sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben.
Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, aber ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil an meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt. Ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut, ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meinen schlechten Witz bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon Vickers. Ist wirklich scheiße. Tut mir leid. Ich brauche die dringender als du. Überraschend ruhig ist es, ist wirklich so. Ja gut, dann ist es halt so. Ich guck nochmal schnell, ob er nicht da unten hochkommt. Hätte jetzt echt mit Scars gerechnet, aber ich glaube, ich werde noch genug Scars auf dem Weg zum Krankenhaus finden. Na los. Ich glaube, ich passe durch. Sünder. Befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Sucht nach Versprengten. Sie führe uns. Alter. Hast du gehört, was Lilly getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überraschend. Aber ihre Schwester. Ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Aber sie hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Was für eine kranke Scheiße. Das mag sein, aber noch lebe ich. Ich glaube,
glaube, dass die zwei tot sind, ist ein Segen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ziemlich heftig wird, wenn die erstmal normiert sind. Ich sehe hier keiner, aber ich werde hier erstmal geduckt weiterlaufen. Ich traue den Frieden nämlich absolut nicht. Und so wie ich hoffe nicht, dass die immer zu zweit laufen, das wäre nämlich schlecht. Oh shit, zu zweit laufen die. Das ist nicht gut. Ich bin gespannt, ob die Fahrzeuge von den Wolves sind oder eher von den Skars. Die kommen mir sehr religiös rüber. Ich vermute mal, das hängt mit der Frau zusammen, die wir öfters schon irgendwie gesehen haben als Graffiti. Ich sehe, also das ist echt schwierig. Die haben so Routen. Scheiße. Ja?
Das ist übel. Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Lass dir ruhig Zeit, Mann. Scheiße. Drecksack. Das Problem ist, dass die kaum Ressourcen ablassen. Also ich muss mich hier hoch konzentrieren. Was sagt er ja nicht, der pfeift ja nur. So. Wahrscheinlich bloß dafür da sind, dass wir runtergehen. Ja, ist natürlich blöd, wenn die eine Abkürzung haben. Alarmpfiff, okay, Leiche gefunden. Thank you.
denn der? Okay, der kommt hier hoch. Scheiße! Dreck! Wo ist der Wurf? Wo ist die Wurf? Auf geht's! Fresse. Oh, scheiß auf diese Stadt. Also, wo ist jetzt dieses scheiß Krankenhaus? Und nun keine Muni mehr. Das einzig Positive ist, die haben wenigstens keinen Hund irgendwo rumhängen. Das ist richtig mies. Also jetzt alles schön brav nachladen. Thank you.
Wenn wir wieder auf die Wolves treffen, haben wir das Problem. Hunde ohne Ende und kaum Muni. Das kann ja gar nicht gut ausgehen. Ich habe so das dumme Gefühl, ich weiß es nicht. Dafür, dass das eine kontrollierte Gegend ist von den Scars, ist es doch relativ wenig gewesen, was wir hatten. Alles genau absuchen. Nicht weit sein. Wenn man bedenkt, dass ich kein Wolf bin, Ich kriege dich! Das bezweifle ich. Wahre Stärke. Ist im Arsch. Ja, jetzt haben wir das Problem wirklich, dass die mit ihren Hundis wieder anrücken, wa? Die Wolves, weil ich bezweifle, dass die Scars jetzt beim Krankenhaus sind. Nee, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte was gesehen.
Nix. Nix ist nix. Bist du jetzt auch nicht... Oh doch, warte mal. Outdoor-Sport. In dieser Ausgabe der große Test. 15 Zielfernrohre für Jagdgewehre. 10 Dinge, die Sie vor dem Häuten wissen müssen. Schnäppchenjäger. Finden Sie für das schon Angebote für Messer, Kameras, Nachtsichtgeräte und weitere Ausrüstung. Oh. Atem anhalten. Ja, ich glaube, wir machen erstmal hier mit weiter. War verbesserte Schalldämpfer. Verbesserte Molotov-Cocktails. So, da war nix. Ach so, hier kommt man raus. Okay, dann haben wir es richtig gemacht. Also nach oben. Ja, sonst töten wir dich aus der Ferne. Ja, und wir können das. Hm? Echt nichts. Nichts ist nichts. Naja. Jetzt bin ich gespannt, was das jetzt gibt. Also hier ist absolut nichts, also 0,0 nada. Ich denke mal, da geht's weiter. Wir gucken erstmal, was hier ist. Bei manchen Situationen würde ich gerne mal abtauchen, aber jetzt will ich nicht abtauchen. So. Hier ist absolut nichts.
Tom, ich hörte zu den unmöglichen Zeiten Schüsse. Wir haben niemanden, der uns vor diesem verrückten Kult beschützt. Wir können nicht abwarten, bis die Wilf uns findet. Wir müssen zu ihrer Basis und uns ihnen anschließen. Ich habe schon ein paar Vorräte im Safe verstaut. Ich will die jetzt beste Route auskundschaften und komme so bald wie möglich einen Plan zurück. Pass auf dich auf. MK. Fast vergessen, der Code ist 385523. Wo ist der Safe, bitteschön? Ich vermute mal da drin. Könnte ich mir vorstellen, wie kommt man da bloß rein? So zum Beispiel. Hä? Okay, nochmal. Ganz langsam. Ich muss mir das nochmal angucken. Ach, 38, 55, 23. Ja. Nee, dann müssen wir warten. Mal gucken, ob wir eine Waffe ausbauen können. Stabilität, Entfernungsmesser hinzu, um die Entfernung der Gegner automatisch auf dem Fadenkreuz anzuzeigen. Zielfernrohr wäre in dem Sinne schon nicht schlecht. Ich gucke mal, wie viel der kostet. 80. Das Problem ist, dass ich so oft mit dem Ding nicht schieße. Gut, mit dem Bogen schieße ich auch fast so gut wie nie. Nee, wir machen mal das. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, das Zielfernrohr. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, du. Zielfernrohr. Ach so. Ich wundere, dass ich noch keine Sprengfallen gesehen habe.
Mal wieder. Kann sein, dass ich morgen einen Livestream-Test mache, wenn das XLR-Kabel angekommen ist. Zu gucken, wie das sich das jetzt mit dem neuen Headset, mit den neuen Mikrofonen anhört und so. Hast du sie gefunden? Wir durchsuchen das Gebiet, nur falls sie noch in der Nähe ist. Isaac ist nicht glücklich darüber. Sag bloß. Der Ixer guckt nicht hier rüber. Wem reden die da? Okay. Hey, was ist hier? Kein Mucks von dir. Hände hoch. Bitte. Bitte. Kennst du eine Nora? Ja, kenne ich. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Die räumen die oberen Etagen. Dort muss sie sein. Das ist das Spiel Hotline Miami oder Miami Hotline oder so heißt das. Für ein paar Euro findet ihr es beim PlayStation beim PSN Store. Ist ein PSP-Spiel gewesen, kam aber auch dann am Ende für PlayStation 4 raus. Und ja, das war eine PSP gerade. Halt. Ach so. Rot ist weg. Wir sind wohl fast so weit. Gut, mein Mädchen wartet in der Basis auf mich. Verarscht du mich? Die haben dir wieder draußen. Ja, wir arbeiten eben gut zusammen. Darauf wette ich. Das ist unfair. Ich sag's dir, lass dich mit einem Soldaten ein. Macht die Arbeit viel leichter. Klar, ich merk's mir. Die Scars kommen wohl näher. Hoffe, das sind unsere Leute, die diese Freaks umbringen. Hey, weißt du, warum wir alle zurück in die Basis beordert werden? Ich hab gehört, Isaac will, dass wir uns das Zentrum zurückholen. Hab gehört, wir bringen den Kampf zu ihnen. Ich glaub's nicht. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Nicht mal Isaac ist so verrückt. Hab ich aber gehört. Tja. Ich
Das Problem ist jetzt natürlich, hier könnte ein Hund rumstreunern, ne? Das ist jetzt das Problem. Ich glaube, der da oben muss erst weg, weil sonst haben wir keine Freude. Das, was ich nicht verstehe. Der hat weder geschrien, der Typ, noch sonst irgendwas. Ich habe nur zugeschlagen. Das hätten wir. Shit, da ist ein Hund. Okay, ich warte jetzt, bis die hier rüberkommt und dann klatsch. So.
So. Wie ich es von Anfang an vorhatte. Hat ja super funktioniert. Ein Teil. Verflucht den ganzen Hof. Vielleicht sitzt Garf hier. Du weißt wer? Was wird das wieder? Okay. Gehe ich anders lang? Langsam mache ich mir eine Platte. Zeig sie an! Hab sie! Oh fuck! Arschlöchchen. Komm. Ich sehe mir das Auto an. Wir haben sie! Bei dem Boot! Mann! Das kotzt mich an, Alter. Alter. Sie sind fest. Im Gras versteckt. Ach,
Achtung! Ja, hallo, ich hab ins Gesicht geschossen. Meine Fresse. Wo ist denn die? Meine Güte. Das hätten wir auch. So schnell werdet ihr mich erstmal nicht finden. Oder vielleicht doch, weil ich höre ja immer wieder dieses Geräusch, bevor ich entdeckt werde, also... Sich die Lage jetzt beruhigt oder suchen die weiter jetzt? Okay, immer noch nicht genug. Hier gibt es aber richtig viel Zeug. Okay, da haben wir schon mal eine. Natürlich kommt die hier rein. Sind also mehr. Also müssen jetzt noch zwei irgendwo sein oder wie? Ich gehe lieber hier rein. Frage, lohnt sich das eigentlich, die jetzt zu killen, weil im Endeffekt... Ja, wir gehen mal weiter. Ist vielleicht besser.
Da haben wir die beiden. Dann gehen wir mal lieber. Sollen die weitersuchen? Also. Wo ist jetzt die gute Nora? Kleine Rache wäre jetzt richtig nice, finde ich. So richtig schön. Vorratsliste. Ach so, so eine Checkliste ist das. Ach so, naja, gut. Ist nicht so wichtig, dass man es vorlesen muss. Nora. Uns sagen, wo sie hin ist. Wenn Isaac darüber mit uns redet, sage ich, was meiner Meinung nach passiert ist. Ihr könnt mich mal. Ich habe zu tun. Nora! Für die lasse ich mich nicht umbringen. Scheint wohl Ärger zu geben.
Kannst du ja abstauben, Mann. Kein Mucks. Weg mit dem Scheiß. Erkennst du mich? Ja. Du erkennst mich. Was willst du? Abby war hier. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Wenn du schießt, ist sofort ein Haufen Soldaten hier. Und du wärst tot. Sag mir, wo sie ist. Vielleicht lasse ich dich gehen. Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. So wie einen Fuß in Jackson zu setzen. Wo ist Abby? Hörst du ihn noch schreien? Was? Ich höre ihn jede Nacht. Ja. Ja, der kleine Pisser hat bekommen, was er verdient hat. Du Mist! Hilfe! Ein Säugling! Hilfe! Irgendwer! Hier drüben! Meine Fresse! Nora! Du entkommst mir nicht! Verdammt! Hallo? Er schießt ihn! Na, ja, nichts mehr schießen. So, jetzt bist du dran. Nein. Jetzt bist du dran. Hab dich! Gegen die Feinde verwenden. Ist doch super, oder?
hör's schon. Ja, die Sporen setzen ihre, da setzt schon jetzt ihre Wirkung ein, ne? Das Gute ist, dass wir immun sind. Da kann das uns vollkommen egal sein. Was übersehen wir hier? Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen. Das ist deine letzte Chance. Ich verrate meine Freunde nicht. Tschüss, Nora. Ich bin's. Ellie. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Na komm, wir machen dich sauber. Arme hoch.
Sie hat geredet. Schon okay. Ich will dich nicht verlieren. Gut. Leider muss man Nora recht geben in einem Punkt. In gewisser Weise hat Joel dafür gesorgt, dass viele Menschen gestorben sind. Viele unschuldige Menschen. Hab einiges zurückgelassen. Mit Sicherheit ist da irgendwo was. Warum seid ihr verschwunden? Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben, Jay. Was ist das? Der Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unsere Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Das ist Alice. Das. Offensichtlich bist du das. Don, weißt du, ich habe echt gern die ganze wertvolle Krankenhausausstattung katalogisiert und gesammelt. Und als ich fertig bin, höre ich, dass sie keiner mehr brauchen kann. Ich kann echt nicht glauben, dass ihr unsere Auflösung beschlossen habt. Ich versteh's ja, es war ein Wunder, dass uns durch die Finger gegangen glitten ist. Echt scheiße, aber die ganze Welt ist scheiße, wir können wir einfach so aufgeben. Was jetzt, sollen wir in Quarantänezone leben, aus einer drittklassigen Widerstandsgruppe anschließen? Das kann doch nicht sein. Es muss doch noch Leute geben, die mehr wollen. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Leute zu suchen, und wenn ich dabei draufgehe, Scott. Also Ellie wird jetzt, glaube ich, die Wahrheit erfahren. Yep, das ist der OP-Raum, wo wir sie rausgeholt haben.
Uff. Hast du dir nur gedacht, mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen? Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig.